Jetzt sind wir fast auf ebenbürtiger Stärke hier. Na gut, eigentlich sind sie immer noch stärker, aber... So, dann... Oh, immer hier. Können wir auch mal Konstitution eigentlich machen. Ich denke mal, das ist nicht so verkehrt. Dann hatten wir jetzt hier das hier gemacht, ne? Ja, ich glaube, das machen wir auch. Fehlt uns ja nicht mehr viel, dann sind wir hier ausgeskillt, dann können wir hier in die Richtung gehen. Und dann kann man immer noch sagen, so, entweder wir skillen halt hier die Leiste weiter, oder aber man geht halt hier erstmal ein bisschen was machen. Mal gucken, ich weiß auch gar nicht, was hier das Maximallevel ist. Ich denke mal, so ein paar Level werden wir auf jeden Fall noch haben. Jetzt auch, ne, mit den Leben, das wir pro Sekunde, nein, nicht pro Sekunde, sondern pro Schlag hier wiederkriegen, das ist schon nicht wenig. Das gleicht hier schon viel aus. Nicht alles, aber schon viel. So, hier sind wieder viele tolle Gegner. Viele tolle Gegner geben viele tolle Erfahrungspunkte. Uiuiui, da fallen sie alle, ne, der Reihe nach um, wie Dominosteine. Gegner sind Dominosteine. Dominosteine. Yay. Noch mehr Dominosteine. So, sind da hinten natürlich noch so viele Gegner. Die will ich natürlich auch alle haben. Ich muss gleich noch irgendwie da rumkommen. Mal wieder. Dominosteine! Ja, da kannst du auch über die Wand kotzen, das bringt ja auch nichts. So. Bin da. Zeug. Ganz viel Zeug. Hallo, ich will das haben. Danke. Hier kann ich gar nicht durch. Sauerei. Ich will doch da noch hinten noch die Gegner haben. Die kann ich doch nicht am Leben lassen. Sagte er und hat schon einige andere Gegner am Leben gelassen. Aber es geht ums Prinzip. Jetzt haben wir es, glaube ich, ne? Okay. Okelidokeli. Ich gehe da mal. Elend. So ein toller Name für eine Etage. Ich bin auf Etage Elend. Auf Etage Elend links. Da haben wir eine neue Seuchenbestie hier. Fällt schon wieder fast auseinander. Ich helfe mal nach. Schön, wenn einem normale Gegner nicht mehr so Probleme machen.
Die Angriffsgeschwindigkeit spricht auch für sich hier. Wird halt, ne, die Sense auch plötzlich zur Hacke. So schnell wird das hier gemacht. So, was hier los? Ah ja. Zeug. Ganz viel Zeug. Schrott. So, ich ein bisschen Schrott gefunden. Toll. Und zurück. Ganz viel Zeug. Ist da irgendwas Interessantes dabei? Nee. Wobei, wenn man da vielleicht so ein Ding ins Rauch macht, aber eigentlich eher so. Nee. Ich tausche das nicht raus, bis es halt standardmäßig irgendwie, ne? So sagt so, hey, hier habe ich aber ein bisschen Gegenstand. Puh, wir haben ja 33, genau. Bisschen weniger Verteidigungsqualität. 100 weniger Lebenspunkte. Ist halt schon ein bisschen doof. Ja, komm, wir machen das mal. Dann sind wir den Game da auch los. Okay. Und das? Nee. Okay. Gut, gut. Oh, da ist denn ein Schrein. Sicher jetzt erst. Das ist ja schön, dann kriegen wir jetzt das nächste Sternbild voll. Das bedeutet, wir können dann beim nächsten Mal dann Richtung dem Tod gehen. Voll den Tod sagen, sag ich den Tod tun und so. Oh, nervt nicht. Komischer Geist hier. So. Hier. Starten. Oh, den Hellenmonster. Oh, zwei. Na, ist ja nicht so toll. Uiuiuiui, ich mach mal ein Portal. Sicher ist sicher. So, eins ist schon mal weg. Ich brauche ein bisschen Leben. Und dann kann ich mich um dich kümmern, vielleicht. Oder auch nicht. Denn ich brauche ein bisschen Leben. I can't do that yet. Wo kommst du denn her? Hey, lassen Sie. Hallo, mach was. Tu mal was für dein Geld hier. So, danke. Zu freundlich. Oh, mein Seuchenmist ist tot. Ach so, deswegen kommen alle her. Das war fast ein bisschen knapp. So ein Popelgegner hier, weißt du? An dem wäre ich jetzt noch gerade fast verreckt. So, was soll es dabei? Nee. Nee. Einfach nur nie. Warte mal, was ist denn das für ein Gürtel? Für Level 40. Aber so toll ist er nicht. Hat zwar auch eine Lebensraum-Nova, aber nee. Einfach nur nie. Ist ja noch mehr. Mehr Gegner. Yay. Das, die Waffe sah da interessant aus. Da gucken wir doch nochmal nach. Ah, nee. Nee, einfach nur nee. So, wir haben einen Devotion-Punkt. Der kommt hier rein. Mehr Durchschlagsschaden. Ist mehr Durchschlagsschaden und macht mehr Schaden. Und physischen Widerstand 3%. Nächstes geht's hier hin. Hui. Skelettattribute, Lebensdauer 6 Sekunden, was? Lass die Toten auferstehen, um dir zu dienen, für dieses Ritual notwendig sind. Nekrotische Energien jedoch sehr instabil und die untoten Diener bestehen
nur für begrenzte Zeit. Die Toten skalieren mit Spielerschadensboni. 20%ige Chance bei Angriff. Ach so. Das heißt, wir spawnen Skelette bei einem Angriff. Interessant. Okay. Die leben dann bis zu 6 Sekunden. Okay. Okay. Das ist cool. Das könnte dann zusammen mit den anderen Skeletten, die wir halt irgendwann vielleicht wieder beschwören und so, gar nicht mal so doof sein. Ich habe ja auch beim letzten Mal halt eigentlich nur die anderen Punkte vom Sternbild da weitestgehend überflogen. Um es nett auszudrücken. Aber es sah halt sehr danach aus, als wäre es für einen Nekromanten schon mal nicht so verkehrt. Uiuiui. Da kommen sie jetzt plötzlich wieder alle an. Alle. Level 37 Puppies. War ebenso 4 Level höher als ich bin. Da gönn ich mir erstmal eine neue Seuchenbestie, du. So. Weg mit euch. Wir wollen Erscheinungen. Niemand hat euch gerufen, also erscheint nicht. So. Der Loot aus der Schatulle war halt nicht so prickelnd. Mann, da liegt zwar noch was, ne, aber... Guck mal, da oben geht's dann sogar noch weiter. Auch wenn nur für ein kleines Stück oder so. So, ich guck mal nicht, dass das da tatsächlich wirklich nur so ein kleines Stück ist. My Energy. My Energy hier, My Energy da. My Energy Drink steht in der Küche. Interessiert auch keinen. Oh. So, hinter mir ist mir jetzt zugegangen. Panikportal. Nur soll ich ein bisschen und dann gucken wir mal. Ach, guck mal, da ist sogar mein Beppo. Sind wir schon auf der dritten Etage? Siehst mal, wie ich Dinge mitkriege. Nämlich gar nicht. Ja, okay. Ja, da ist mein Tod. Ja, war schön mit euch. Hallo, lauf weiter. Aua. Also werden langsam weniger Skelette, das ist schon mal schön. Ah, ich komme hier wieder nicht weg. Du sollst da hinten angreifen, nicht hier vorne. So. So, gehen wir mal hier ein bisschen rein. Zusehen, dass wir ihn hier irgendwie umhauen. Eine Kiste. Und der ruft neue Skelette, war ja klar. Es war klar wie Kloßbrühe. Ich muss hier weg. Und erstmal tot. Aber er hat nicht wieder volles Leben, das ist schön.